Es gab in der Zwischenzeit kleine Updates, also das Overlay ist dezent anders. Im Besitz habe ich unsere Hütte und ich glaube, es gibt an nichts Neues. Würde ich auf jeden Fall nicht sehen. So, ich würde uns noch irgendwann eine kleine Hütte nehmen. Ja, eh, mittlerweile schon einige Häuser hier gekauft und verkauft. Ist ja schon einiges gegangen. Wir könnten natürlich auch ein Freiluftkino oder Penner im Garten machen. Aber ich glaube, das ist uns zu langweilig. Deswegen würde ich sagen, wir kaufen nochmal eine Hütte. Mich würde ja der Huskas Haus ansprechen hier. Ich würde sagen, das nehmen wir jetzt mal eine Runde. Relativ modern gehalten. Kaufen wir. Wechseln zu. Ich glaube, da haben sie sich verschrieben. Ein Vorrat. Ich meine, ein Vorrat. Was ist denn das? Oh, das scheint wie eine Wand gewesen zu sein. Okay, schauen wir uns erstmal das Ganze an. Da sind irgendwelche Blöcke. Da liegt eine Pizza. Ich habe mein Mittagessen hier vergessen. Hier kommt man also nicht durch. Alles betoniert. Ich mag den Außenraum, mag ich mal ehrlich gesagt. Gefällt mir so. Relativ simpel, schlicht. Ich muss bloß aufpassen, meine Maus denkt in letzter Zeit immer wieder, dass sie nicht dazugehört. Sell. Also da kann man nicht mal das hier verkaufen. Das ist sogar fix eingebaut, oder wie? Aha. Was soll denn das eigentlich für eine komische Wände sein? Sind das Abdeckungen, Schutzwände oder was? Hm. Und hier drin liegt ein Teddybär. Verkaufen wir gleich mal. Der Außenbereich gefällt mir. Der ist relativ simpel, aber er gefällt mir. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das, dieses Schlichte, eigentlich ganz cool. Haben wir hier draußen Dreck? Schaut eher weniger so aus. Bedeutet, wir können da vorne den Eingang eigentlich gleich einmal abwaschen. Einmal runterwaschen hier, ne? Und da können wir auch immer. Ja, die Haustür sollten wir eventuell dann auswechseln. Geht das so? Kann ich hier so reinsprühen und das Zimmer wird sauber? Ne, geht nicht, schade. Okay. Dann würde ich sagen, erstmal alles hier weg. Der Raum kann direkt mal instant verkauft werden. Und einmal wischen den Raum. Machen wir wieder zu. Oh, das Tor ist aber leise. Und jetzt klingelt mein Handy. Das könnte das Fenster. Ja, okay, das Fenster war's. Dann verkaufen wir die Türe. Was ist dahinter? Das ist so ausgebaut. Ah, da ist das Bad. Schau an. Ah, das schaut alles relativ in Ordnung aus. Also, das war ohne Scheiß. Ich hätte echt Schlimmeres erwartet. Von diesem Bad her. Ich hätte jetzt irgendwie voll das Horrorhaus. Klar, dieser Durchgang, das muss man anders färbig machen hier. Das geht ja gar nicht so. Aber ansonsten, ich finde das ganz okay. Der Ofen, ja, den könnte man eventuell mal überarbeiten. Hamburg. Ist mir ein unbekannter Ort. Die Küche schmeißen wir mal direkt raus. So, das können wir hier mal absolut nicht brauchen. Der Kronleuchter kann auch raus. Der passt mir nicht. Dich lassen wir fürs erste Mal stehen. Verstehe noch nicht so den Sinn hinter dieser Holzwand. Okay, das ist die Eingangstür. Warum ist diese Wand um eins rein verschoben? Ist es nur damit die... Ja, hier sind die ja auch nicht mal irgendwie allein.
Das ist hier das Schlafzimmer. Oder was das sein soll. Was ist hier wieder so? Also die haben das schon ganz schön. Hier ist noch ein Bad. Jetzt hör mal. Jetzt ist hier ein. Oh! Ich würde mal sagen, wir haben es Money gefunden hier. Was ist das denn? Und das Loch kann ich jetzt nicht schließen, oder was? Es bleibt jetzt forever hier. Huch. Nee, ich will verkaufen. Aber wenn wir das Zimmer hier komplett. Was ist dahinter? Ah, da ist das Bad drin, ne? Die Wand komplett wegreißen. Ich hab da eine Mücke schon wieder rumfliegen. Ey, die Viecher gibt's noch? Das kommt der Bart hier auch wegreißen. Schaut aber auch nice aus. Die haben schon mal das gemacht. Dann können wir das Bad verschieben. Rein theoretisch, weil wenn wir das Zimmer nach da drüben verschieben, können wir rein theoretisch hier so einen Eingangsbereich ins Bad darüber machen. Oder irgendwie so. Und dann könnten wir hier diese komische Kante auch aus der Garage rausbauen. Das Zimmer könnte man als Gaming-Zimmer zum Beispiel behalten oder Aufnahmezimmer. Jetzt würde ich mal erstmal sagen, müssen wir hier alles mal säubern. Immerhin muss es nach etwas ausschauen. Erstmal der ganze Dreck muss weg. Einmal der ganze Dreck aus der Küche weg. Zack. Da sagt er irgendwo noch Dreck. Sondern hier, ja genau. Ich muss gerade so ein bisschen auf Pi mal Daumen achten, wo hier der Dreck ist. Das tun wir schnell so weg. Zack, dann ist der Bereich nämlich sauber. Wo ist unsere Büste? Da ist unsere Büste. Dann gehen wir hier rein. Gecleant. Warte mal, da irgendwo. Ah, die sind wieder die Graffitis wahrscheinlich an der Wand. Genau. Weg. Ich gehe mehr nach der Karte als überhaupt nach dem Hauptbildschirm. Ich schaue einfach auf der Karte mal und tue irgendwie so rumwischeln, bis ich das Richtige finde. Warte mal. Und im Zimmer davor ist was. Jetzt müssten wir eigentlich alle Räume gesäubert haben, ne? Bedeutet, wir nehmen erstmal das Bad hier auseinander. Bad auseinandergenommen. Hier diese Teile können wir auch entfernen, weil die Wand wird sich ja eh verschieben. Das kann auch weg. Das Bad hier auch rausreißen. Sogar mit Steckdosen. Luxus! Erstmal wieder alles wirklich reinlich säubern. Ist auch erstmal weg. Wollten wir dich verschieben? Nee, du warst passend. Hier wollten wir verschieben. Und ja, genau, die Räume halt hier komplett verschieben. Bedeutet, ich würde mal mit dem Durchbruch anfangen, oder? Weg mit der Wand. Dann können wir uns eh überlegen, welche Tür wir auch verwenden. Für das Ganze. Und da wir eh überall durch müssen. Ist das, glaube ich, gar nicht mal so doof. Schubbeldubbeldu. Errungenschaft freigeschaltet. Leistungssteiger, stärker Triebzins. Was bringt sich das? Ich bin für schnelleres Abreißen. Zack. Weg damit. Und jetzt nimmt meine Maus. Und mein Handy sagt gerade: Hallo, ignoriere mich nicht. Ich habe
Makel repariert, was? Ich habe doch gerade nur Spaß mit Wänden. Dann werden es die Teile wahrscheinlich noch sein, ne? Denke ich mal. Okay, hier ist es noch das untere Teil. So, bedeutet, wir haben jetzt den Raum hier komplett. Warte, wir können eigentlich direkt hier auch den Durchbruch machen, damit wir gucken können, wie wir genau das ganze Zimmer einrichten. Weil rein theoretisch könnten wir sonst auch das Bad in die andere Richtung. Obwohl, das war ja eigentlich so ein Privatbad, ne? Aber ist ja wurscht, das ganze Teil braucht doch nicht 3000 verschiedene Bäder, ey. Ein Bad reicht. Heutiger Standard, oder? So, jetzt lasst mich mal kurz an. Lasst mich mal kurz denken. Genau, jetzt muss ja die Wand dann sozusagen weg. Das ist ja schon mal, wir können ja erstmal die Garage fertig machen. Dann haben wir ja schon mal Minimum erreicht, die Garage fertig gemacht. Und nach oben wieder. So, genau. Das ist sozusagen, ja, Le Durchbruch. Das ist viel Fläche. Und rein theoretisch kann man bis hier vorne dann auch eine Wand ziehen, oder? Okay, jetzt lass uns erstmal, ich denke schon wieder zu weit, wir müssen jetzt erstmal drüber nachdenken, hier die Wände reinzuziehen. So. Verbessert, was er jetzt noch. Baue schneller, Baukosten werden halbiert, wenn du die maximale Zahl der Wände in einer Reihe baust. Moment mal, was? Ach, das passt sich an. Oh. Das ist nice. Okay, wir haben das Bad also jetzt hier rüber abgeschlossen. Dann würden wir doch hier mal einen ganz simplen Boden einbauen. Fußboden. Teppichgrau kann ich... Also es gibt jetzt auch nicht irgendwie so einen ganz normalen... Easy peasy hier Boden, weil ich krieg die jetzt auch, glaube ich, nicht weg, ne? Also ich kann den Boden nicht abreißen. Dann geben wir dem doch mal einen schönen Fußboden. Was gibst du einer Garage bitte schon am Boden? Keramikfliesen? Ja, passt schon. Und dann würde ich sagen, nehmen wir ganz easy peasy einfach hier für die Wände so ein Silbereis. Oder nee, Stahlgrau? Nehmen wir ein Stahlgrau. Also würde man sagen, dass wir so circa 3 brauchen. Geraten. Wir fangen hier vorne an und ziehen mal so ganz langsam die Wände hier lang. Ja, das passt doch. Auch vom Farbenanstrich her sollte das ganz gut passen. Oh, schon wieder? Was geht denn heute ab? 4 Wände gleichzeitig streichen. Das ist doch schon mal hier Expertenlevel. Würde ich sagen. Wir sind schon wieder viel zu weit für einen Eimer. Das gibt's doch gar nicht. Wie weit geht denn so ein... Wie lang hält denn so ein Eimer? Alter!
Das gibt's doch nicht. Wie viel Farbe ist denn da drin? Wie war das? Wir brauchen mindestens 3 Eimer. Ich bin noch immer beim ersten Dreckseimer. Ich kaufe nie wieder im Vorhinein. Und ich werde in der nächsten oder in der nächsten Folge mache ich es trotzdem nochmal. Zack, Garage fertig. Jetzt kann man natürlich hier noch den Eingang dementsprechend bemalen. Zack. So. Wieder weg damit. Und damit hätten wir doch schon mal unsere Garage fertig. Und damit würde ich auch sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!